So, willkommen zu einem neuen Bloomberg Forum. Am 30. März findet eine Fachkonferenz statt in der HFB hier in Frankfurt. Audit Challenge 2006 ist das Thema dieser Fachkonferenz. Ja, was kann man sich darunter vorstellen? Das wollen wir Ihnen vorstellen in den nächsten 11 Minuten. Mein Gast ist Dominik Förschler. Der kennt sich aus auf diesem Gebiet. Schön, dass Sie da sind, hier bei uns im Frankfurter Studio. Es geht um Herausforderungen, steht hier, für das Revisionswesen, aber noch für viele andere Teilnehmer mehr. Spannende Geschichte, mit der Sie sich auch persönlich auseinandersetzen. Sie schreiben Ihre Promotion gerade. Ja, das ist richtig. Thema. Ich schreibe meine Promotion momentan im Bereich Revisionswesen und Prüfungswesen in dem Zusammenhang. Und gerade dort startet die HFB aktuell einen neuen Schwerpunkt im Rahmen Governance und Audit, wo es unterschiedlichste Herausforderungen momentan gilt, aufzunehmen und speziell im Beziehungskonstrukt zwischen Vorstand, Aufsichtsrat und der internen Revision, aber auch dem Zusammenspiel mit dem Wirtschaftsprüfer. Und speziell dort haben wir festgestellt, dass es brachliegende Potenziale gibt aktuell. Was werden wir gleich diskutieren? Sie schreiben auch ein Buch oder haben ein Buch geschrieben über das Thema die strategische Ausrichtung der internen Revision in Kreditinstituten. Filmidee steht dahinter, Beautiful Mind. Gab es einen Film und den haben sie quasi umgesetzt, so ein bisschen auf den Bankenbereich, ja? So kann man das ausdrücken. A Beautiful Mind geht es ja um das dynamische Gleichgewicht von Nash, diesem Nobelpreisträger. Und das haben wir umgesetzt, wie die Vorstände am besten Synergien zwischen ihren Stabsabteilungen bekommen können. Klappt das noch nicht so richtig gut in der Praxis, weil Sie sagen, da liegen noch Potenziale brach, die muss man nur heben, dann sieht es besser aus. Ja, das ist richtig. Letztes Jahr haben wir eine Forschungsumfrage mit 117 Unternehmen aus Deutschland und der Schweiz durchgeführt, im Speziellen mit Vorständen und internen Revisionsleitern. Und dort kam heraus, dass einerseits noch mehr Kommunikationsbedarf zwischen den Parteien Aufsichtsrat, Vorstand, interne Revision besteht, aber auch, dass die Vorstände sich mehr Management-Audit wünschen, das heißt Prüfung von Führungskräften, aber auch mehr zukunftsorientierte Revision, das heißt Prüfungsleistungen bei Projekten beispielsweise. Wer schläft da oder wer hat da geschlafen, so ganz lapidar mal ausgedrückt, oder wo hapert es da vor allen Dingen? Was meinen Sie? Durch die Konzentration auf diese Kostenkonsolidierung hat man natürlich auch viele Schlüsselkontrollen aus Arbeitsprozessen, ja, sagen wir mal, herausgekürzt in dem Zusammenhang. Und Sie kennen das ja aus der nahen Vergangenheit auch mit Volkswagen, Daimler, Chrysler, wo es einige Skandale gab, oder auch Parmalat, die großen Skandale mit Enron oder WorldCom. Ja, hier besteht einfach Potenzial noch, das interne Überwachungssystem stärker zu strukturieren und diese Schlüsselkontrollen zu stärken. So, wir blenden jetzt mal ein, eine Infoseite, wenn Sie sagen, Mensch, finde ich ganz spannend, was da diskutiert wird am 30. März, dann haben wir hier für Sie ein paar Infos. Also, Termin ist der 30. März 2006 in der Hochschule für Bankwirtschaft, HFB ist die Abkürzung, kennt man ja die Marke, ja, in Frankfurt. Und Infos gibt es unter www.hfb.de. Oder Sie können auch Herrn Förschler direkt anrufen, den Autor und den Organisator dieser Veranstaltung. Das wäre dann Frankfurt 069 154 008 13. Superzahl ist die 7 hinten. Dann haben Sie ihn direkt dran. 24 Stunden, hoffe ich. Ja, also kann man Sie anmelden, informieren. Fast 24 Stunden. Der Mann ist aktiv. Das ist richtig. Ja. Wer organisiert das Ganze? Nicht Sie alleine, da haben Sie schon ein Team, nicht? Ja, absolut. Das Management Research Center der HFB steht hier dahinter mit einem großen Organisationsteam, weil wir uns hier als Kompetenzcenter für den Bereich Governance und Audit positionieren wollen, als Ansprechpartner für Unternehmen und deren Praxisprobleme auch aufnehmen wollen und lösen. Und das soll keine Einmalveranstaltung sein, sondern quasi eine neue Fachreihe, die Sie da aufbauen. Ja, absolut. Wir wollen viel stärker mit Unternehmen auf diesem Bereich Aufsichtsrecht und dann Prüfungswesen zusammenarbeiten, da speziell im operativen Raum, da dort kaum Zeit bleibt, diese ja, Problemlösungen zu stricken. Und dort bieten wir uns an, ja, Herausforderungen und Probleme aufzunehmen und die fundiert zu lösen. Jetzt haben Sie Enron angesprochen und diese großen Skandale. Das war ja Wirtschaftskriminalität pur. Kann man dem wirklich so begegnen, rein durch Kontrolle? Oder würden Sie sagen, ja gut, wenn da so geballte Energie ist, auf krimineller Ebene, schwer eigentlich in den Griff zu kriegen. Da haben Sie recht. Also die interne Revision oder auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben ein spezielles Segment, das heißt Sonderuntersuchungen, wo sie diese kriminellen Handlungen aufklären können im forensischen Bereich. Aber natürlich ist das nicht das Hauptzielgebiet, sondern vielmehr muss man vorausschauend arbeiten und die Arbeitsprozesse strukturieren und dort für den Vorstand auch die Strategie nachverfolgen, in welche Richtung es gehen soll.
Und dann können auch verschiedene Elemente in diesem Segment aufbereitet werden. Mhm. Sie sprechen ja verschiedene Herausforderungen an, Challenges, auch für die interne Revision vor allen Dingen. Welche Rolle kommt der im Moment zu und wie könnte die sich weiterentwickeln als ein Punkt, wo man ansetzen kann? Ja, wie schon vorher angesprochen, die Ergebnisse der Forschungsstudie zeigen, dass mehr Spielraum zwischen Vorstand und interner Revision besteht, dass der Vorstand sich mehr wünscht, dass die interne Revision mehr zukunftsorientiert, das heißt mit Frühwarnindikatorensystemen arbeitet, Monitoring durchführt und auch sozusagen ein strategisches Feedback an den Vorstand gibt. Und das zeigt sich speziell im Bankenbereich momentan in den Mindestanforderungen für Risikomanagement, dass dort stärker Risikostrategie und Geschäftsstrategie verstrickt sein muss. Und dieses Feedback bekommt der Vorstand von der Revision. Sind die Banken da weiter als Wirtschaftszweig, als andere Industriezweige? Sehen Sie da Unterschiede zwischen Industrien, wenn Sie das mal beobachten? Ja, die Industrie verfolgt einen unterschiedlichen Ansatz gegenüber den Finanzdienstleistern, speziell da das Bundesaufsichtsamt einen sehr strukturierten Ansatz hat. Und jetzt, das ist auch eine Herausforderung im Speziellen, da ja im Dezember die neuen MA-Risk herauskamen und dort für spezielle Vorgaben gemacht wurden, um eine strukturierte Prüfungsweise anzugehen und den Mehrwert der internen Revision auch für den Vorstand und den Aufsichtsrat zu stärken. Den haben Sie auch angesprochen, Stichwort Aufsichtsrat. Wo kann der mehr eingebunden werden oder wo müsste der mehr eingebunden werden? Das ist richtig. Der Dialog im Rahmen dessen auch für die Öffentlichkeit und die Stakeholder, die ja Anteile an Unternehmen haben und der Aufsichtsrat dort als qualifizierter Überwacher das Unternehmen unter die Lupe nimmt, ist natürlich auch angewiesen neben dem Wirtschaftsprüfer auf die interne Revision. Und dort kommt jetzt auch die 8. EU-Richtlinie, die diese Landschaft stark verändert. Nämlich aus den angelsächsischen Ländern kommt das Audit-Komitee zu uns, das die Qualifikation höher legt und das auch den Anspruch höher legt für interne Revisionen. Jetzt werden vielleicht einige sagen, oh, das hört sich ein bisschen trocken an, kompliziert an. Für wen ist denn diese Fachkonferenz geeignet? Also wer ist die Hauptzielgruppe? Ja, es sind im Speziellen Führungskräfte aus Industrieunternehmen und Banken und Finanzdienstleister, aber natürlich auch Prüfer, Revisoren aus Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder internen Revisionen, sowie Compliance Officer und Qualitätsmanagement. Kommt das schon ganz oben an bei den Entscheidungsträgern, bei den Vorständen beispielsweise, bei den Aufsichtsräten? Oder wer konnte quasi gewonnen werden von Ihnen für diese Fachkonferenz bereits? Ja, wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Wolfgang Hartmann gewinnen konnten, Chief Risk Officer der Commerzbank AG und zugleich auch Vorstandsmitglied Klaus Rosenfeld als Chief Financial Officer der Dresdner Bank AG, die die Vorstandsperspektive repräsentieren. Und zugleich hatten wir auch noch zwei Vorstandsmitglieder, einmal den Hermann Wagner von Ernst & Young sowie Herrn Georg Kütter von PricewaterhouseCoopers. Und wir freuen uns auch sehr, Andreas Schneider willkommen zu heißen, der das aufsichtsrechtliche Spektrum widerspiegelt, indem er auch in dem Fachgremium MA-Risk selbst mit ausschlaggebend dabei war, sowie namhafte Revisionsleiter und Führungskräfte aus DAX-Unternehmen, RWE, Telekom als Beispiel. Also durchaus große Namen mit dabei. Wir blicken mal in den Konferenztag. Also es ist voll gepackt, geht um 9 Uhr los, Herr Förster, und dann bis also knapp vor 18 Uhr. Da soll Ende der Konferenz sein. Es gibt Vorträge auf der einen Seite und es gibt Panel-Diskussionen auf der anderen Seite, also Diskussionsrunden. Was ist aus Ihrer Sicht besonders spannend oder mal so ein Thema? Was wird beispielsweise als Fragestellung behandelt werden? Ja, als spezielles Thema der Dialog zwischen diesem Beziehungskonstrukt Vorstand, interne Revision, Aufsichtsrat und im Zusammenspiel mit dem Wirtschaftsprüfer. Dort sitzen wirklich renommierte, erstklassige Referenten auf dem Podium und wir haben, ja, sehen wir jetzt schon an den Teilnehmerkreisen, wirkliche Spitzenkräfte mit dabei, die diese Personen auch fordern werden auf dem Podium und in den Dialog bringen werden. Gleichzeitig wird das Ganze noch angereichert durch ja, Vorträge, Fachvorträge über moderne Prüfungstechniken und das Zusammenwirken mit den einzelnen strategischen Geschäftsbereichen auch, wo die interne Revision der Wirtschaftsprüfer ihren Mehrwert leisten kann. Sie haben die Umfrage angesprochen, die Sie durchgeführt haben. Soll es da weitere Umfragen geben und wie geht der Trend weiter in diesem Bereich? Also was könnten Fragestellungen sein in den nächsten Jahren? Es soll ja wie gesagt eine Reihe sein, die Sie hier aufbauen. Absolut. Ja, unsere Forschungsumfrage möchten wir auch nochmal eine Neuauflage machen. Die soll diesen Herbst auch starten, wo wir verstärkt auch noch in Österreich, Deutschland und der Schweiz Unternehmen befragen wollen zu ihren Anliegen und Trends, wo es hingehen kann.
Natürlich haben wir hier auch schon Vorstellungen, insbesondere, dass die Rolle der internen Revision im Managementprüfungsbereich steigen wird. Das heißt, dass die interne Revision sozusagen die Feedbackschleife bildet für den Vorstand und den Aufsichtsrat, wenn er oben an seinem Tanker am Steuerrad dreht, ob diese Entscheidungen auch im Unternehmen wiedergespiegelt werden. Wie voll sind Sie schon, was die Anmeldung anbelangt? Wie viele Teilnehmer werden erwartet? Ja, wir haben jetzt gerade die 100 geknackt sozusagen und erwarten eigentlich, dass wir ja noch einmal zulegen zum Schlusssport jetzt. Also Platz ist noch da, man kann sich noch anmelden sozusagen. Absolut. Ja? Und deswegen zeigen wir nochmal, jetzt haben Sie vielleicht auch Kuli oder Bleistift zur Hand, nochmal die Infoseite. Also Audit Challenge 2006 am 30. März hier in Frankfurt im Haus der HFB. Und Sie können sich weitere Infos holen auf der Homepage www.hfb.de oder Herrn Förschler direkt anrufen in Frankfurt, die 154 008 137. Die 100 ist geknackt und es könnten noch deutlich mehr werden am 30. März. Ihnen viel Erfolg, Herr Förschler, für die Fachkonferenz, dass es ein guter Start wird. Bis zum 30. März. Vielen Dank, Herr Scholz. Alles Gute. Tschüss.